kümmerliche Vorstellung. Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut. Und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen. Und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtan... Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Ich würde sagen, es sieht sehr gut aus, denn wir sind mal wieder in Gothic 1 unterwegs. Diesmal mit der Mod Die Welt der Verurteilten. In der Hardcore-Version habe ich nie gespielt. Die Welt der Verurteilten habe ich, glaube ich, einmal irgendwann in der Vergangenheit gespielt, kann mich aber auch nicht wirklich daran erinnern, was. Also man konnte sehr viel machen und neue Gilden und Unmöglichkeiten, neue Quests, neue NPCs, neue Waffen, neue Rüstung, alles Mögliche. Wir schauen uns das mal an. Das haben sich die meisten in der Umfrage gewünscht. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal von der Umfrage hört, dann wundert mich das nicht, weil viele Leute haben das irgendwie gefühlt nicht mitbekommen, aber danke an jeden, der mitgemacht hat. Vielleicht war es auch einfach ein Großteil der Leute egal, was hier als nächstes kommt. Oder es ist generell egal, kann auch sein. Auf jeden Fall ist es schön, mal wieder in Gothic 1 unterwegs zu sein. Und wir unterhalten uns jetzt erstmal in aller Seelenruhe mit Diego und dann sage ich noch ein bisschen was zu den Mods. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste.
Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullitt und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Wo ist dieser Bullitt jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Mhm. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron. Der Boss des alten Lagers. Der mächtigste Mann in der Kolonie. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Das werden wir mit Sicherheit tun. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Tja. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Doch, das werden wir tun. Wir werden uns alle Lager auch in aller Ruhe anschauen. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Gut. Ach, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Ja, Kapitel 1, die Welt der Verurteilten. So. Ich spiele mit der Mod die Welt der Verurteilten und man sieht, hier ist schon eine kleine Veränderung. Hier sind noch mehr Leute an der Austauschstelle und das ist schön, das wirkt authentisch, weil sonst ist ja immer so wenig los. Beziehungsweise gar nichts. Und dann habe ich noch ein paar weitere zusätzliche Mods mit neuen Meshes und so ein Kram. Wenn man sieht hier zum Beispiel, der Held hat sogar so eine... Der hat Hände und nicht nur seine geballten Fäuste, die er sonst immer hat. Ich weiß gar nicht genau, was diese Mods machen. Ich habe sie einfach mitinstalliert, weil ich ja immer versuche, alles Mögliche einfach mal auszuprobieren. Und ja, mal schauen. Ich glaube, auch neue Geräusche und so sind teilweise dann da und. Also, alles wie immer in der Beschreibung verlinkt. Wir schauen uns jetzt mal hier um. Was suchst du hier, Landstreicher? Das geht dich einen feuchten Dreck an.
Merkling, Gormitz hat mir den Auftrag gegeben, den Austauschplatz im Auge zu behalten, um ihn vor so Arschlöchern wie dir zu schützen. Hast du noch nicht genug von Bullit bekommen? Willst du dir noch ein blaues Auge abholen? Du kennst Bullit. Wir sind Kumpels. Wir begrüßen Neuankömmlinge oft zusammen. Du hast Glück, dass die Kur dich gerettet hat. Wer bist du? Ich bin jemand, der keine Zeit hat, sich mit einem Dritten wie dir zu unterhalten. Vergiss dich und sei dankbar, dass du Möglichkeit bekommst, ohne schwere Verletzungen zu verschwinden. Ja, hier haben wir schon mal den ersten neuen NPC, der auch sehr freundlich ist, wie man sieht. Aber in so einer Welt ist halt auch Platz für viele Arschlöcher. Und er ist einer von denen. Und da liegt auch noch ein Erzbrocken. Wir haben halt diese Computersprachausgabe hier. Ansonsten die Alternative wäre, dass es halt gar nicht vertont ist. Und da müsste ich alles vorlesen. Deswegen finde ich das dann besser. Ich will nur gerade mal ein bisschen die Musik tatsächlich leiser machen. Und die Sprache etwas lauter. Ich weiß auch gar nicht, warum das so komisch verstellt hier ist. So, eigentlich könnte das ja auch ganz laut. Die Musik dementsprechend ein bisschen leiser. Also sorry, wenn es jetzt am Anfang ein bisschen leise war. Sollte jetzt hoffentlich besser sein. Alles klar? So klar wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier nicht viel verändert. Es ist auch ein bisschen sehr laut, oder? Danke, mach's gut. Halt die Ohren steif, Junge. Ich gehe nochmal in die Einstellung. Machen wir mal so. Was gibt es hier für wichtige Orte? Wenn du keine Lust hast, in den Minen zu schuften, solltest du dich am Eingangsplatz zwischen Nordtor und Burgtor rumtreiben. Wenn du Glück hast, gibt Torus oder Diego dir eine Aufgabe. Dann kannst du dich bewähren. Es ist bestimmt nicht schlecht, zu Gomez-Leuten zu gehören. Oder du hast das Glück, einen Magier zu treffen. Sie wollen manchmal, dass du einen Botengang für sie erledigst. Sie zahlen immer gut. Die Magier kommen aus der Burg raus? Wann? Was weiß ich? Frag die Leute, die da wohnen. Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Gibt es hier Leute, die ich kennen sollte? Als Neuer solltest du dir es nicht mit Grabo verscherzen. Er ist zwar nur ein Buddler, aber er hat Beziehungen bis zu den Erzbaronen. Wenn du mal ein Problem mit Gomez Leuten hast, kann er dir helfen, dich freizukaufen. Ich muss sagen, diese Funktion habe ich bis jetzt noch nicht einmal benutzt, bei den ganzen Malen, wo ich Gothic durchgespielt habe. Vielleicht probiere ich das diesmal wirklich aus, dass ich irgendjemanden mal verprügel oder so und dann gucke, ob Grabo das für mich regeln kann. War nicht besonders schlau. Was muss ich tun, um in diesem Lager aufgenommen zu werden? Als Schatten oder Gardist, meinst du? Es wird nicht leicht, Junge. Du wirst einige Prüfungen bestehen müssen, bevor der alte Torus dich Gomez vorstellt. Und du musst dich mit den Leuten hier gut stellen, aber solange du keinem Lager angehörst, nimmt dich keiner ernst. Wenn ich du wäre, würde ich mich bei den Schatten umhören. Unter ihnen findest du noch am ehesten einen, der dir hilft. Natürlich nur für eine Gegenleistung. Okay. Kannst du mir was Interessantes erzählen? Wir hatten mal einen Erzbaron im Lager. Der war nicht so wie Gomez und die anderen Erzbarone. Er war mehr auf Abenteuer aus und er forschte die Ruinen der Kolonie. Man sagt, er ginge irgendwann ins Orggebiet, um irgendein Artefakt dort zu finden. Naja, die Suche war nicht gerade erfolgreich. Er kehrte nie wieder zurück. Es gibt allerdings Gerüchte, er sei noch am Leben und wache über dieses Artefakt. Wie gesagt, es sind nur Gerüchte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da was dran ist. Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Das wird vermutlich der Typ sein. Danke, mach's gut. Halt die Ohren steif, Junge. Den man dann nachher mit Milton zusammen aufsucht. Im Stonehenge. Wie ist das Leben hier? Wenn die Erzbarone dich schicken, sag ihnen, ich will keinen Ärger. Von mir bekommt keiner was zu hören.
Ich bin zufrieden mit dem, was sie uns geben. Niemand schickt mich. Ich bin neu hier. Ein Neuer. Neue kriegen hier immer schnell Ärger. War doch klar, dass ich will in nichts reingezogen werden, klar? Das ist einfach krass, wie verängstigt er ist, nur weil ihn jemand anspricht, ne? Der muss einige Scheiße miterlebt haben, der Typ. Ich dachte, das wäre schon lange. Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann solltest du mit den Schatten reden. Sie können dir noch am ehesten sagen, was du wissen willst. Aber sei vorsichtig. Den meisten von ihnen kannst du nicht trauen. Cool, der ist komplett paranoid schon. Wer hat hier das Sagen? Hier im äußeren Ring treiben Fletcher, Bloodwin und Jekyll das Schutzgeld ein. Jedem gehört ein Viertel. Wenn du dich mit ihnen gut stellst, kann dir nichts passieren. Ich will bei euch mitmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du freiwillig in den Minen schuften willst. Einer wie du kann schon bald in der Burg leben. Guck mal, ich scheine bei diesem Buddler schon einen sehr guten Eindruck zu machen, obwohl ich hier als nackter Mann in Lumpen stehe. Und trotzdem spricht er mir gewisse Kompetenzen zu. Möchtest du mit mir reden, Schatten? Hi. Was willst du? Was kannst du mir über das Lager sagen? Am interessantesten hier ist wohl der Marktplatz. Wenn du mal was Bestimmtes suchst, da kriegst du fast alles. Es ist der Platz unter dem großen Dach im Süden des äußeren Rings. Wen von den Leuten hier sollte ich kennen? Wenn du mal Probleme mit den Gardisten hast, geh zu Gravo. Du findest ihn am Waschplatz beim Burgtor. Er kümmert sich um Leute, die Ärger haben. Besonders bei Neuen passiert das hier schneller, als du denkst. Ich will ein Schatten werden. So, hast du schon mit Diego geredet? Ja, habe ich. Gut, tu einfach, was er sagt. Das hat mir auch nicht geschadet. Jedenfalls nicht wirklich. Ich denke, die meisten Schatten sind einfach nur Schatten, weil sie einfach schon lange dabei sind. Und jetzt, wo ich sie gerade wieder sehe, weiß jemand, wie man diesen ärgerlichen Fehler von den von diesen sich duplizierenden und weil, guck mal, der Hammer kommt immer wieder neu dazu. Das liegt am Renderer, das weiß ich. Aber kann man diesen Fehler irgendwie beheben? Das ist jetzt nichts störend. Also es stört schon, wenn man dann vorbeiläuft. Das macht ein bisschen das Bild kaputt, aber... Gibt es eine Möglichkeit, um das loszuwerden? Na, wie steht's? Was genau willst du von mir? Nur mit dir reden, Kollege. Ich will wissen, was es hier im Lager alles gibt. Frag am besten die Butler. Die haben sowieso den ganzen Tag nichts zu tun. Wer ist hier der Boss? Diego ist unter den Schatten sowas wie der Anführer. Aber Torus entscheidet, wer zu Gomez vorgelassen wird. Wahrscheinlich hast du recht. Ich würde mich gern den Schatten anschließen. So! Dann solltest du wissen, dass Gomez kein Versagen duldet. Wenn du einer von uns werden willst, musst du für ihn durchs Feuer gehen. Nur die Hälfte derer, die es versucht haben, sind aufgenommen worden. Was ist mit dem Rest passiert? Vermutlich sitzen die im neuen Lager und fressen Reis. Aber mal für dich. So, wir speichern mal. Carlos. Komm doch mal hier rüber. Boah, das ist Carlos, den kennen wir aus Gothic 2. Da ist er nämlich auch im Lager. Der Typ, der dann draußen die Wache übernimmt. Wenn man Franco umhaut. Und ich finde es schön, dass sie hier in der Welt der Verurteilten viele Charaktere, die es bei Gothic 2 gibt, eingebaut haben. Was willst du von mir? Die haben dich gerade hier reingeworfen, was? Du kannst dich schon direkt nützlich machen. Bevor du hier reingeworfen wurdest, haben wir eine Lieferung mit Waren aus der Außenwelt bekommen. Leider sind einige Dinge ins Wasser gefallen, als die Lieferung hier runtergefahren wurde. Spring nochmal schnell ins Wasser und hol die Sachen wieder hoch. Was springt für mich dabei raus? Darüber können wir uns noch unterhalten, wenn du fertig bist. Jetzt sieh erstmal zu, dass du deinen Arsch ins Wasser schaffst. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Erst reden wir über die Belohnung. Weißt du, was wir hier mit vorlauten Neuen machen? Nein? Ich werd's dir zeigen. Ach du Scheiße. Tja, du bist wohl... Noch einmal und du kannst was erleben. Ah.
Ich glaube, daran muss ich mich gewöhnen. Dass ich hier noch das eine oder andere Mal umgehauen werde. Ich hoffe, ich kann die Quest jetzt trotzdem noch machen. Los, Held, steh auf. So ein Schwert auf nackten Oberkörper mag wehtun, aber... Jetzt habe ich auch gar nichts zu essen. Da vorne liegt ein Brief. Okay. Da werde ich wohl nicht drankommen, wenn ich keine Rüstung habe. Oder mit Telekinese könnte man den holen. Weil ich glaube, so komme ich da nicht dran, ne? War nicht besonders schlau. Ja, okay, und ich kann die Quest auch nicht mehr machen, ne? Deswegen. Ich möchte die gerne machen dann. Muss nicht gleich jeder wissen. Gehen wir noch. Haut würde ich trotzdem nicht stecken. Viel kleiner. Kommt. Wird nicht so heiß gegessen, was gekocht. Das klicken wir mal weg. So. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Und beeil dich mal ein bisschen. Die Lieferung hätte schon längst im alten Lager sein müssen. So, übrigens wollte ich noch fragen, es gibt ja diese Quick-Loot-Mod, die ich verwende. Die gibt es ja für Gothic 2. Gibt es die gleiche Quick-Loot-Mod eigentlich auch für Gothic 1? So, dass man halt schön mit der rechten Maustaste die Items aufsammeln kann? Wenn da jemand was weiß, dann würde ich mich freuen. Wenn mir da jemand was sagt. Die Frage ist, was... Hier ist schon... Ein Trank. Eine Laute. Habe auch Angst, dass ich gleich einen Blitzschlag abbekomme. Im Wasser dürfte das ziemlich wehtun. Karl. Da liegt auch noch irgendwas, ein Trank. War es das schon oder ist da noch mehr? Wahrscheinlich hast du recht. Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Drei Erzbrocken, ein Hammer, eine Laute und ein Pokal. Gut, dann kann ich den Rest mit dem nächsten Konvoi ins Lager schicken. Was ist mit meiner Belohnung? Hier hast du einen Erzbrocken. Das reicht doch wohl als Belohnung. Jetzt sieh zu, dass du hier verschwindest. Ja, so kommst du nicht davon. Können wir vergessen. Noch. Genauso wie mit diesem Typen hier. So, ist hier noch was vielleicht? Das Coole ist jetzt, bei dieser Mod kann ich mich nochmal überall in Ruhe umschauen und weiß nicht genau, wo ich was finden werde. Weil es hier sehr viele Veränderungen gibt. Und ich bin mal gespannt, was hier wirklich das Hardcore dann rechtfertigt. Ob es vielleicht auch wie bei der Definitive Edition vielleicht weniger Lernpunkte sind oder ob es mehr Gegner gibt oder einfach alle stärker sind. Hier bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Darf ich das schon klauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Finger weg! Ach, das war so klar. Du Dieb! Ich mach dich fertig! Also bei Gothic 2 gibt es ja immer so die Regel, was draußen liegt, darfst du nehmen, aber hier scheint das nicht der Fall zu sein. Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Aber cool, dass sie jetzt hier auch so eine kleine Sitzecke haben. Oh, das wollte ich gar nicht. Die Gothic 1 Steuerung ist halt die Gothic 1 Steuerung. Ori, ich möchte dich gerne ansprechen. Wäre das vielleicht möglich? Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Das ist korrekt. Ja, habe ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid.
Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Noch was. Es ist gut möglich, dass du auch einigen anderen Kram finden wirst, wie alte Münzen. Soweit ich weiß, sammelt Diego die Dinger. Wenn du nichts damit anzufangen weißt, solltest du also Diego fragen. Da springt bestimmt was für dich bei raus. Ja, danke für die Info. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Sieht noch mal den... Wenn du schon ins alte Lager gehst, kannst du mir direkt einen Gefallen tun. Du kannst jemandem was ausrichten. Es gibt im alten Lager einen Mann namens Pacho. Wenn du ihn siehst, richte ihm aus, dass die nächste Runde auf mich geht. Erzähl's ihm einfach, er weiß schon Bescheid. Ja, alles klar. Ich wollte nur sagen, hier sieht man direkt den Unterschied von den verschiedenen Charakteren. Man hat einmal so diese Typen am Anfang, die einen total ausnutzen und direkt Angst machen und einschüchtern wollen. Ohne Handaxt. Und dann hat man so Leute wie Ori, die trotzdem hilfsbereit sind. Und einem Tipps geben. Das ist schön zu sehen, dass in dieser rauen Welt trotzdem noch irgendwo die Menschlichkeit bei manchen erhalten bleibt. Ne? Ich finde ein bisschen jetzt auch die Kampfgeräusche sind ein bisschen laut. Aber ich glaube, da sonst wären halt die Stimmen auch wieder leiser. Ne? Sie haben sie einfach mitgenommen. Wer wurde entführt? Diese Mistkerle. Diese verdammten Banditen. Sie haben sie entführt. Wen? Du siehst aus wie einer von denen. Was? Ja, du Mistkerl. Rost? Junge, macht er viel Schaden. Was soll das, Junge? Oh, 100 Erz. 100 Erz direkt. Das ist ja interessant. Wo ist er jetzt hin? Ist er weggelaufen? Da vorne ist er. Habe ich irgendwas, was ich essen kann? Hier, Waldbeeren. Die heilen prozentual, das ist ja mega geil. Warum hast du mich angegriffen? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Was ein Typ. Mit wem redest du da überhaupt? Na, vielleicht hat er auch einfach einen Schlag auf den Kopf bekommen, gerade ein zu viel und irgendwie kann ich diese Spitzhacke nicht auswählen.
So. Oh, die haben auch Pflanzen dabei, die sie wohl gefressen haben. Schlagradius sieht man hier auch. Schaden. Ich denke auch, man hat ein neues Balancing von den Waffen und so. Das werden wir alles sehen, wenn wir hier weiterspielen. Eisschnaps. Tja. Ja, der schöne Blick über die Kolonie. Ich glaube, es gibt ein paar mehr Bäume hier auch. Muss aber nicht an der Welt der Verurteilten liegen, kann auch an der an einem der anderen Mods liegen. Wenn ich ehrlich bin, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich die installiert habe. Ich habe halt diese Version schon vorbereitet, weil ich ja dann die Abstimmung gemacht habe. Und deswegen weiß ich gerade gar nicht genau, was ich da installiert habe. Also es war so ein Paket, das hat irgendjemand vorbereitet. Aus mehreren Mods. Und die Welt der Verurteilten habe ich einfach dann auch noch gesehen, dass es das gibt. Eine andere Version davon. Und da dachte ich mal, das ist doch eine schöne Sache, das mal auszuprobieren. Oh, hier ist Scavengers. Oh, die halten schon ein bisschen mehr aus. Das wird nicht gut ausgehen. Oh, Junge. Das war schon knapp. Okay, die heilen nicht prozentual. Aber das bringt am Anfang ja sogar mehr dann. Ich find's immer wieder amüsant, wie der Gothic-Held die Waffe am Anfang hält. Mit zwei Händen so komplett ratlos, was er da eigentlich macht. So, ich glaube, hier ist irgendwo ein Goblin, ja. Und der Goblin, ich weiß gar nicht, ob ich dem schon Schaden machen kann. Ich glaube, das geht gar nicht. Wird nicht stark genug sein, oder? Naja, also... Alter. Ja, ein Goblin ist ein bisschen heftig. Für mich gerade. Wahrscheinlich kann man es dann schaffen mit dem richtigen Timing, aber... Lassen wir den kleinen Goblin mal leben. Der hat mir ja nichts getan. So, ja doch, ich bekomme ganz normal 10 Lernpunkte. Dann ist das wahrscheinlich nicht verändert worden. Naja, ich finde, das macht doch bis jetzt einen sehr guten Eindruck. Wir werden in der nächsten Folge uns dann mal auf den Weg zum neuen Lager begeben. Zum alten Lager, sorry. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und tschüss. Eine saubere Vorstellung.